Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundeskanzler Kohl und US-Verteidigungsminister Weinberger haben sich heute grundsätzlich über die deutsche Beteiligung am amerikanischen SDI-Programm einer Raketenabwehr im Weltraum geeinigt. Das teilten beide Politiker nach einem gemeinsamen Besuch auf dem NATO-Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz mit. Danach wird es zwei getrennte Abkommen zum militärischen Aspekt von SDI und zum Technologieaustausch geben. Gefechtsübung amerikanischer und deutscher Truppen mit verbundenen Waffen auf Europas größtem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr. Zusammenarbeit auch in puncto SDI. Auf ein solches Ergebnis warteten nicht nur die Journalisten heute Nachmittag. Bundeskanzler Kohl und der amerikanische Verteidigungsminister Weinberger strebten beide eine schnelle Einigung an. Auf dem Rückflug zur Pressekonferenz sprach Kohl mit Weinberger über eine deutsche Beteiligung an der strategischen Verteidigungsinitiative. Mit eineinhalbstündiger Verspätung verkündeten die beiden dann das Ergebnis. Es wird zwei Abkommen geben, eins für den militärischen, eins für den zivilen Bereich. Die Mitarbeiter können die Texte noch einmal in den nächsten Tagen überarbeiten. And in the next few days, I think our associates can once again work on the texts. Und nach Terminplanung wird es dann wohl so sein, dass der Kollege Bangemann die nächste Woche nach Washington kommt. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Ergebnis. US-Minister Weinberger äußerte sich ähnlich zufrieden. Er sagte, dass eine Beteiligung von mehreren europäischen Ländern die weltweite Bedrohung durch Nuklearwaffen beseitigen könne. Über Details sprach Kohl nicht, da die SDI-Verhandlungen unter der Leitung von Bundeswirtschaftsminister Bangemann geführt wurden. Es wurde aber deutlich, dass der Kanzler vier Punkte durchsetzen will. Erstens faire Partnerschaft, zweitens deutscher Einfluss auf das Gesamtprojekt, drittens ziviler Nutzen auch für deutsche Unternehmen und viertens Einsatz des Wissens auch für eine europäische Verteidigungsinitiative. Wirtschaftsminister Bangemann soll in der nächsten Woche die Abkommen in Washington unterzeichnen. Im Streit um das Bonner Ermittlungsverfahren gegen Bundeskanzler Kohl beharrt die Union auf dem Verdacht einer politischen Einflussnahme. Gegenteilige Versicherungen der SPD-Landesregierung von Nordrhein-Westfalen und des Kölner Generalstaatsanwaltes Schmitz wurden von CDU und CSU heute wiederum angezweifelt. Mehr noch, die Union wertet neue Erklärungen aus Düsseldorf und Köln geradezu als eine Bestätigung für eine politische Absprache, wie der rechtspolitische Fraktionssprecher Wittmann formulierte. Der nordrhein-westfälische Justizminister Krumsiek und Generalstaatsanwalt Schmitz haben den Ablauf seit Eingang der Strafanzeige gegen Kohl so dargestellt. Keinerlei Sachgespräche zwischen Anklagebehörde und Justizministerium, aber Unterrichtung über das Ergebnis der Meinungsbildung innerhalb der Staatsanwaltschaft. Krumsieks Antwort, er trete der vorgesehenen Sachbehandlung nicht entgegen. Dies bezeichnete CSU-Landesgruppenchef Weigel gegenüber der Welt als klare Willensbekundung aus dem nordrhein-westfälischen Justizministerium. Krumsieck wiederum erinnerte an das auch in Rheinland-Pfalz anhängige Verfahren gegen den Kanzler. Da die Berichtspflicht der Staatsanwaltschaft in allen Bundesländern gleich sei, müsste der dortige CDU-Justizminister genauso informiert worden sein und die Einleitung des Verfahrens ebenfalls nicht beanstandet haben. Weiterhin geprüft werden von der Bonner Staatsanwaltschaft die vor zwei Wochen eingegangenen Strafanzeigen gegen den SPD-Vorsitzenden Brandt. Die Entscheidung, ob auch gegen ihn ein Verfahren wegen des Verdachts der uneidlichen Falschaussage eröffnet wird, soll nach Ostern fallen. Der Bericht des Ministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit Warnke über die künftigen Grundlinien der Entwicklungspolitik ist heute im Bundeskabinett verabschiedet worden. Danach will die Regierung mit ihrer Neuorientierung der zunehmenden Verschuldung und den wachsenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten in der dritten Welt Rechnung tragen. Stichwort ist dabei mehr Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei geht es der Bonner Regierung darum, die Zusammenarbeit zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen zu stärken und die Eigeninitiative der Länder zu unterstützen. Außerdem sollen die Entwicklungshilfezahlungen künftig, mehr als bisher, an die ärmsten Länder in der dritten Welt gehen. In den übrigen Staaten gehe es mehr darum, das Erreichte zu sichern. Ziel der Bundesregierung bleibe es, 0,7% des Bruttosozialprodukts für die Entwicklungshilfe auszugeben. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat sich heute mit der umstrittenen Finanzierung parteinaher Stiftungen befasst. Grundlage war eine Organklage der Grünen. Sie richtet sich gegen regelmäßige Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt an die Stiftungen der etablierten Parteien.
glaube, zum Verständnis. Otto Schily bezeichnete die Stiftungen der Parteien in seinem Plädoyer vor dem Bundesverfassungsgericht als Hilfsorganisationen. Die Stiftungen unterstützten ihre Parteien vor allem in Wahlkampfzeiten. Staatliche Zuschüsse für diese Stiftungen seien eine öffentliche Parteienfinanzierung auf Umwegen und daher verfassungswidrig. Seit 1967 erhalten die vier Stiftungen jährliche Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt, die sogenannten Globalzuschüsse. Diese Zuschüsse haben sich inzwischen fast verzehnfacht, von 9 Millionen auf 84 Millionen im Jahr 1984. Die Ebert-Stiftung von der SPD, die Adenauer-Stiftung CDU, die Naumann-Stiftung FDP und die Seidel-Stiftung CSU verwenden die Zuschüsse für eine Vielzahl von Aktivitäten im Bereich der politischen Bildung. Es geht darum, ob die Stiftungen im Rahmen der Bildungsarbeit auch die Parteiarbeit unterstützen, also etwa im Wahlkampf Räume für Veranstaltungen zur Verfügung stellen. Die Schatzmeister von Parteien und Stiftungen widersprachen den Grünen. Sie verwiesen auf eine Untersuchung des Bundesrechnungshofs. Der Bundesrechnungshof habe keine Anhaltspunkte dafür finden können, dass die Stiftungen den Parteien Wahlkampfhilfe geleistet hätten. Dennoch fanden die Richter heute in dem Gutachten auch Beispiele, die als Verquickung von Stiftungs- und Parteiarbeit gedeutet werden können. Seit 1966 sind direkte öffentliche Zuschüsse für die politische Bildungsarbeit der Parteien verboten. Nun ist zu prüfen, ob mit dem Steuergeld für die Stiftungen dieses Verbot umgangen wird. Die Bauunternehmer stellen für den Abschluss eines neuen Tarifvertrages eine Bedingung. Keine Vereinbarung ohne Einbeziehung von Lohnnebenkosten wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld in den Stundenlohn. Der Präsident des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes Eichbauer bezeichnete heute eine solche Umschichtung im Lohngefüge aus mehreren Gründen als notwendig. Zum einen würden dadurch vor allem kleinere Unternehmen entlastet und zum anderen könne so die Schwarzarbeit besser bekämpft werden. Die Tarifverhandlungen für die rund 800.000 Beschäftigten in der Bauindustrie waren vor einer Woche bereits in der zweiten Runde gescheitert. Kommende Woche soll unter Leitung des CSU-Politikers Höcherl die Schlichtung beginnen. Hertie, der drittgrößte Kaufhauskonzern in der Bundesrepublik, will weitere 8 Filialen schließen. Das teilte der Vorstand des finanziell angeschlagenen Unternehmens heute in Frankfurt mit. Betroffen sind die Wertheim-Warenhäuser in Bochum, Essen und Kaiserslautern sowie die Hertie-Filialen in Braunschweig, Göttingen, Hameln, Hilden und Würzburg. Hertie schließt damit in diesem Jahr insgesamt 15 seiner 124 Kaufhäuser. Das bedeutet die Entlassung von fast 4.000 Mitarbeitern. In einer Anhörung vor dem Rechtsausschuss des Bundestages sind die Pläne der Regierungskoalition zur Lockerung von Ladenschlusszeiten an Bahnhöfen und Flughäfen, bei Einzelhandel, Gewerkschaften und Handwerk auf entschiedene Ablehnung gestoßen. Gewerkschaftsvertreter betonten, der geplante Gesetzentwurf entwerte den Schutz der Beschäftigten im Einzelhandel. Der Zentralverband des Handwerks erklärte, die gegenwärtigen Möglichkeiten reichten zur Versorgung der Reisenden aus. Die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher und der Bundesverband der Selbstbedienungswarenhäuser befürworteten die vorgesehene Ausnahmeregelung grundsätzlich. Sie übten aber Kritik an den unklaren Rechtsbestimmungen der Gesetzesvorlage. Unter dem Motto selbstständig, sicher, geborgen für ein glückliches Leben im Alter hat die CDU heute rund 1500 ältere Menschen zu einem Seniorenkongress nach Bonn eingeladen. Familienministerin Süssmuth erklärte, die Politik der Bundesregierung sei darauf gerichtet, das Alter materiell zu sichern. Dazu gehöre auch, dass die Renten wieder sicher seien. CDU-Generalsekretär Geißler kündigte an, seine Partei wolle im nächsten Jahr eine eigene Seniorenunion gründen. Es wäre töricht, den Erfahrungsschatz der älteren Generation nicht zu nutzen. In Frankreich steht die Bildung einer bürgerlichen Koalitionsregierung unter Gaullistenchef Chirac offenbar unmittelbar bevor, nachdem der Vorsitzende der Rechtsliberalen, Le Canuet, nicht in ein Kabinett eintreten will. Gegen ein Regierungsamt von Le Canuet hatte Staatspräsident Mitterrand angeblich sein Veto eingelegt. Wieder war es ein Tag des Wartens darauf, dass ein führender Politiker mit seiner in dezentem Grau gehaltenen Limousine beim Staatspräsidenten vorfahren könnte. Doch es kam keiner. Dafür aber schaute mal der Hausherr selbst vorbei. Wohlaus getimt zur Sendezeit der Mittagsnachrichten im französischen Fernsehen mischte sich der Staatschef verständnisvoll unter die Presseleute. Ob er ihnen wenigstens einen Kaffee anbieten könne, wollte Mitterrand wissen. Und er versprach gleich auch etwas Essbares bringen zu lassen. Hier Gelassenheit und Ruhe. Dort bei Jacques Chirac, dem künftigen Premierminister, der Mühe hat, sein Kabinett zusammenzustellen, Hektik und ständiges Hin und Her. Seit heute Morgen geben sich im Rathaus von Paris, wo Jacques Chirac ja immer noch als Bürgermeister sitzt, die führenden Politiker des konservativen Lagers die Klinke in die Hand.
Es scheint doch schwieriger zu sein, die sogenannte Kohabitation in die Tat umzusetzen. Jacques Chirac muss nämlich jeden seiner künftigen Minister vom Staatspräsidenten absegnen lassen. Wie zu hören war, hat Mitterrand zwei Namen abgelehnt. Den Gaullisten Charles Pasqua für das Innenministerium und den Generalsekretär der UDF Jean Le Carnouët für das Auswärtige Amt. Chirac ist also gezwungen, sein Paket neu zu schnüren. Er hat Mitterrand zugesagt, sein Kabinett entweder noch heute Abend oder spätestens morgen bis 13 Uhr vorzustellen. Staatspräsident Mitterrand hat zur Bedingung gemacht, dass keiner der Politiker, die ihn, das Staatsoberhaupt, während des Wahlkampfs beschimpft haben, Minister werden dürfen. Die Würde seines Amtes stehe über jeder parteipolitischen Polemik. Jacques Chirac ist auf diese Forderung eingegangen. Das Zusammenspiel zwischen sozialistischem Staatspräsidenten und konservativem Premierminister scheint zu funktionieren. Doch so wie es aussieht, legt bisher jedenfalls Staatspräsident Mitterrand die Spielregeln fest. Die Bundesregierung befürwortet nach den Worten von Bundestagspräsident Jenninger die politische Integration der Türkei in der Europäischen Gemeinschaft. Zum Abschluss des fünftägigen Besuches einer Bundestagsdelegation in der Türkei schränkte Jenninger aber ein, vorher bedürfe es noch eingehender Beratungen. Zufrieden äußerte er sich über die Bemühungen des Landes um eine Wiederherstellung der Demokratie. Es gebe unbestreitbare Fortschritte. Bei seinen Gesprächen seien auch heikle Themen wie Todesurteile und Folterungen nicht ausgeklammert worden. Am zweiten Tag seines Staatsbesuchs in Österreich traf sich Bundespräsident von Weizsäcker heute in Wien mit Bundeskanzler Sinowatz zu einem Meinungsaustausch über Europafragen und über das Ost-West-Verhältnis. Dabei äußerte von Weizsäcker die Hoffnung, dass die für den Herbst in Wien geplante KSZE-Nachfolgekonferenz Fortschritte für die Entspannungspolitik bringen wird. Eine Gala-Vorführung der weltberühmten spanischen Hofreitschule in Wien durfte im Programm für den Bundespräsidenten nicht fehlen. Seit 400 Jahren wird hier mit Lipizzanern die Hohe Schule des Reitens gelehrt und vorgeführt. Der im Zusammenhang mit dem Mord an dem schwedischen Ministerpräsidenten Palme vor einer Woche festgenommene Viktor Gunnarsson ist heute überraschend wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Ein Polizeisprecher teilte mit, der Mann sei von einem Zeugen bei einer Gegenüberstellung entlastet worden. Damit sei ein wichtiges Glied der Indizienkette gebrochen. Die Polizei, so der Sprecher, müsse jetzt wieder ganz von vorne anfangen. Ein rubinbesetzter Verlobungsring und ein strahlendes Lächeln für die Fotografen machten die offizielle Verlautbarung eigentlich überflüssig. Prinz Andrew, zweitältester Sohn der britischen Königin, und die Majorstochter Sarah Ferguson gaben sich das Heiratsversprechen. Einen Hochzeitstermin nannte der Buckingham-Palast noch nicht. Ihre roten Haare hätten es ihm angetan, gestand Andrew, der jahrelang für so manche amoröse Schlagzeile gesorgt hatte. Und Sarah fielen gleich drei Dinge ein: sein Verstand, sein Charme und sein gutes Aussehen. Und hier die Gewinnzahlen im Mittwochslotto 7 aus 38. 1, 8, 12, 17, 27, 29, 31, Zusatzzahl 18. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 1, 6, 5, 5, 2, 6, 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 20. März. Mitteleuropa ist größtenteils wolkenfrei. Ein schmales Wolkenband über Ostfrankreich schwächt sich in seinem mittleren Teil ab, während der südliche Abschnitt in Richtung Westalpen vorankommt. Der zugehörige Tiefausläufer beeinflusst morgen Südwestdeutschland. Der größte Teil Deutschlands bleibt jedoch am Westrand des osteuropäischen Hochs im Bereich der eingeflossenen Festlandsluft. Die Vorhersage für morgen: Im Südwesten stark bewölkt und gelegentlich Regen. Schneefallgrenze etwa bei 1200 Metern. Sonst, nach Auflösung örtlicher Dunstfelder, sonnig und trocken. Tiefstemperaturen 3 bis minus 2, in Bayern örtlich bis minus 5, im Südwesten um plus 5 Grad. Höchsttemperaturen 13 bis 18, in Niederschlagsgebieten im Südwesten bei 10 Grad. Schwacher, tagsüber auflebender Wind um Südost. Und die weiteren Aussichten: von Westen her unbeständig, tagsüber nicht mehr so mild.